Ladies and Gentlemen, ich will nicht immer mit Leute anfangen, deswegen fange ich mal mit Ladies and Gentlemen an. Wir sind heute wieder am Wasser wegen einem Thema, was ja eigentlich mich erst so in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen mehr beschäftigt hat, beziehungsweise was ich ein bisschen mehr gemacht habe. Also ich glaube, ich habe mit kaum einer Methode so gut Frequenz oder überhaupt Zander gefangen wie mit dieser. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ich bin Maxi und das ist eine neue Folge Angeln Maximal. Es geht um, wie gesagt, meine eigentlich Lieblingszander-Methode fast, wobei ich habe auch nicht immer Bock, das zu machen. Es ist nämlich Vertikalangeln. Klingt auch erstmal wieder so, als wäre es nur vom Boot möglich, stimmt aber nicht. Dazu komme ich dann später. Also ihr könnt einfach dieses Vertikalangeln kaum nachstellen, außer ihr angelt halt vertikal. Das heißt, mit dem Jig geht es nicht wirklich, dass man die Methode, die Führung so hinbekommt, wie beim Vertikalangeln, dass ihr eben lange mit einem Köder an einer Stelle steht, den nur ganz, ganz leicht bewegt. Dropshot geht vielleicht noch, aber dazu später. Wie gesagt, vertikal auf jeden Fall eine meiner Lieblingszander-Methoden, weil es halt auch mal ein bisschen was anderes ist. Aber ich kann es eben auch nicht mehrere Tage hintereinander machen. Irgendwann wird mir das Ganze zu langweilig, wenn ihr da nur sitzt und die ganze Zeit da rumackert. Deswegen ist es auch vielleicht keine Methode, die jedem von der Methode so gut gefällt, aber vor allem jedem gefällt, der gerne Fische fängt. Und ich glaube, da sind wir eigentlich alle gleich. Aber wie gesagt, keine Methode, die nur vom Boot funktioniert, sondern eine, die man auch gut vom Ufer machen kann. Erkläre ich euch aber auch gleich auf dem Boot. Jetzt sind wir auf dem Wasser. Vertikalangeln eigentlich ein Thema, was man relativ schnell abarbeiten kann. Das heißt, da ist man relativ, es ist nicht viel zu erklären eigentlich. Aber genau das ist das Ding, dass viele Leute zu viel machen. Es ist eigentlich wirklich super simpel und man braucht nicht viel zu machen. Als erstes mal wieder zur Combo. Ich habe zum Moment unsere Verticast, 1,80 Meter lang, 40 Gramm Wurfgewicht bzw. Runterlassgewicht ist ja zum Vertikalangeln. Eine kurze Rute ist halt wichtig, nicht zu weich. Ihr müsst ja ein Biss auch wirklich, also einen Anschlag auch wirklich durchkriegen beim Biss. Allerdings darf sie auch nicht zu straff sein, weil ihr sonst ja eben auch Probleme mit Aussteigern habt, da ihr ja meist auf sehr kurzer Distanz angelt. Das heißt, wenn ihr werft, dann werft ihr vielleicht 30, 40, 50 Meter weit, kriegt dann einen Biss. Wenn ihr jetzt hier vertikal angelt, dann angelt ihr auf, weiß ich nicht, 4 bis 10 Meter oder so und das ist natürlich dann auch die komplette Distanz, die ihr habt zum Drillen. Bei mir vertikal immer eher eine Baitcast-Route und Rolle natürlich, weil es einfach entspannter ist, was so Tiefenausgleich angeht. Das heißt, wenn ihr irgendwie treibt oder mit dem Motor irgendwo langsam langfahrt, dann ist es natürlich super wichtig, dass ihr die ganze Zeit immer an der Stelle seid, wo ihr auch angeln wollt. Das heißt, in dem Tiefenbereich, wenn ihr jetzt eine Spinnrolle habt und ihr driftet an der Kante runter, dann müsst ihr andauernd wieder Bügel auf, ein Stück nachlassen, Bügel wieder zu, Bügel auf, ein Stück nachlassen, Bügel wieder zu. Also es geht theoretisch mit einer Spinnrute auch genauso, aber ist nerviger. Hier habt ihr halt einfach euren Daumen da drauf und könnt ein kleines Stück nachlassen, klickt wieder um und seid auf der richtigen Tiefe. Hier jetzt wieder meine Diver Steeds SV ohne TW und eine Momoi als geflochtene, da ja immer das, was ihr eben ködertechnisch auch fischen wollt. Ich habe jetzt eine relativ dicke drauf. Ich glaube, die hat 20 Pfund. Liegt daran, dass ich damit eben auch mal pelagisch angel auf Hechte und dann eben eine etwas stärkere Schnur brauche. Normalerweise braucht man da nicht sowas super starkes, aber auch häufig an den Stellen, wo man eben auf Zander vertikal angelt, hat man viele Hänger, dann auch wieder von Vorteil, wenn man eine etwas stärkere Schnur hat. 37er Fluorocarbon-Vorfach, muss jetzt nicht so super lang sein. Die Gewässer, wo ich unterwegs bin auf Zander, sind normalerweise auch nicht besonders klar. Natürlich ein bisschen Abrieb ist wichtig, also dass ihr ein bisschen Abrieb Festigkeit habt, vorne ein Snap dran. So viel zur Combo. Dann zum Köder. Da ist schon der erste Fehler, den viele Leute machen. Und zwar, dass sie ausschließlich V-Schwänze nehmen. V-Schwänze, sowas hier. Ja, typischer Köder zum Vertikalangeln. Nehme ich auch super gerne zum Vertikalen, aber muss nicht unbedingt sein. Wenn ihr euch übrigens fragt, was das für eine Farbe ist, vielleicht kennt ihr die noch nicht, ist eine neue Wilson-Farbe. Moa Silver. Ich nehme eigentlich zum Zandern dann lieber hier solche Farben. Ja, das ist jetzt hier die 6-Inch-Variante. Ihr könnt natürlich auch kleiner wählen. Ups, ein bisschen sowas wie den hier, 5-Inch. Der hat, glaube ich, sogar ganz gut schon gefangen. Hier auf jeden Fall auch schon so ein paar Bissspuren. Da schon der erste Fehler, dass viele Leute nur ausschließlich solche Köder nehmen. Ich nehme die auch lieber, aber es funktioniert manchmal auch einfach sehr gut, wenn ihr einen
Schaufelschwanz nehmt. Dann am besten einen, der wirklich richtig schön weich ist, das heißt leichten Lauf hat. Der hier ist gar nicht so weich von der Gummimischung her, hat aber trotzdem bei ganz wenig Zug schon einen super Lauf. Das ist natürlich entscheidend, wenn ihr langsam driftet, dass der sich dann hinten schon ein bisschen bewegt. Und dann funktioniert es mit den Dingern häufig noch besser als mit einem V-Schwanz, aber ist eben unterschiedlich, mal so, der ist auch schon ein bisschen zerkaut von den Zandern. Coole Farbe und auch eine coole Größe hier, so die 5-Inch-Variante zum Zandern, 6-Inch natürlich auch noch super. Wir haben auch ganz gut mit 4-Inch gefangen tatsächlich, aber für Zandern normalerweise nehme ich den eher 5 und 6. Hier seht ihr auch schon, ist noch ein Stinger mit hinten dran. Kommt immer drauf an, wie die Zander beißen. Bei uns waren sie super zickig. Das heißt, wir haben wirklich trotz Stinger teilweise mit 4-Inch und Stinger geangelt. Mache ich nie. Und dann immer noch Fehlbisse kassiert. Und deswegen der Stinger noch mit hinten dran. Der sogar ein bisschen groß, könnte man normalerweise eine Nummer kleiner wählen. Aber immer oben reinmachen, weil ihr ja beim Vertikalen normalerweise am Grund fischt. Und dann natürlich weniger Hänger habt. Ja, Köpfe natürlich relativ schwer beim Vertikalangeln, das heißt, ich habe hier zum Beispiel 28 Gramm dran, dann fische ich hier normalerweise noch so 21 Gramm, was sind das hier, 18, ja, also so ein paar verschiedene Sachen, nicht zu schwer natürlich, das heißt, je schwerer ihr den Kopf wählt, desto schwieriger ist auch für Zander den Köder einzusaugen, aber ja, mit so Gewichten macht er eigentlich normalerweise nichts falsch. Ich sag mal, vom Ufer würde ich sagen, so zwischen 10 und 20 Gramm maximal, die braucht man eigentlich ungefähr selten. Und vom Boot geht es teilweise schon hoch bis 50 Gramm, wenn ihr auch noch wirklich gerade runtergehen wollt oder auch noch ein bisschen mehr. Aber ich sag mal, im Normalfall brauche ich da auch so zwischen 15 und 30 Gramm ungefähr in dem Dreh. Also 14 ist eigentlich das Kleinste, was ich da zum Vertikalen nehme, je nach Strömung und natürlich Ködergröße. So viel zur Kombo und zu den Ködern. Jetzt dazu, wie ihr eigentlich vertikal angelt, indem ihr nämlich den Köder nehmt, einmal runter zum Grund lasst. Je nachdem, auf welcher Tiefe ihr gerade die Zander vermutet, wo ihr gerade steht, tack, dann bin ich unten am Grund. Dann klicke ich den Bügel um, dann sehe ich ja vorne an meiner Spitze, wann ich unten bin, das heißt Schnur schlaff, unten, zack. Dann kurbel ich den ein kleines Stück hoch, das heißt so, dass er na, 30 bis 50 cm über dem Grund ist. Manchmal stehen die Fische auch etwas höher, dann könnt ihr auch ruhig noch ein bisschen mehr nach oben kurbeln, aber eigentlich ist so mal eine ganz coole Variante. Und dann macht ihr fast nichts. Und das ist der Fehler, den die meisten Leute machen, dass sie da stehen und wie die Irren pilken. Das ist, als würden sie irgendwie, weiß ich nicht, Dorsche angeln auf der Ostsee. Aber das wollen die Zander in den meisten Fällen überhaupt nicht. Sondern häufig wollen sie gar keine Bewegung, also überhaupt keine. Es reicht völlig aus, dass ihr mit dem Boot driftet, dass ihr so ganz leicht irgendwie Bewegung auch im Boot habt. Das Boot steht ja nie komplett still. Das heißt, ihr wackelt hier so ein bisschen rum. Ja, das reicht absolut schon aus für die Zander. Finden die geil, wenn ihr ja quasi gar nichts macht. So könnt ihr eben wirklich einen Fisch imitieren, der da steht und sich kaum bewegt. Der für den Zander eben eine super leichte Beute dann darstellt. Wenn ihr ihn bewegen wollt, dann eigentlich normalerweise hauptsächlich natürlich hoch und runter, dann auch immer nur ganz langsam. Also ich gehe dann halt ganz langsam bis zum Grund runter, merke, ich bin am Grund angekommen irgendwann oder auch nicht, so wie jetzt, und lasse ich gleich die Schnur nach. Da ist dann der Vorteil der Baitcast. Und dann gehe ich wieder ein kleines Stück hoch und halte ihn oben wieder fest und lasse ihn stehen. Da könnt ihr dann immer mal variieren, wie gesagt, ob er ein bisschen weiter nach oben geht oder ein bisschen weiter nach unten. Dann so ganz leichte Zupfer könnt ihr bei einem V-Schwanz oder auch bei einem Paddletail ruhig mal machen. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Das war's, was ihr zum Zanderangeln bzw. Zandervertikalangeln wissen müsst. Weniger ist in dem Fall deutlich mehr. Also dieses wilde Rumpilken, was viele da immer machen, bringt in den meisten Fällen eigentlich überhaupt keine Bisse. Und ihr werdet damit ja im Boot wahrscheinlich am wenigsten fangen. Die Bremse möglichst zumachen, also wirklich weit zumachen. Das ist auch ein Grund für eine etwas dickere Schnur, die man vielleicht beim Vertikalen nimmt, damit die Zander eben wirklich auch sitzen. Das heißt, sie haben ein hartes Maul, ihr müsst voll ansemmeln. Haltet die Rute auch nicht so. Ich sehe ganz oft Leute, die die Rute irgendwie so halten. So könnt ihr niemals den Haken durch so eine harte Zandermaulplatte durchhämmern. Also ihr müsst die wirklich irgendwie so nehmen oder ich halte sie ganz oft so, dass ich die Baitcast so hier komplett in der Hand habe und das Griffende hier unter meinem Arm, sodass ich ihn voll anschlagen kann und hier hinten halt einen Widerstand habe. Wenn ihr jetzt so anhauen würdet, ein großer Zander, da fliegt euch die Rute weiß ich wohin. Ich hatte es einmal letztes Jahr in Stralsund, da habe ich angehauen und die Rute ist mir wirklich fast ins Wasser geflogen. Das war ein mega brutaler Biss, ich voll angesammelt, gar nicht darauf vorbereitet gewesen. Die Rute hing irgendwie so im Boot, also sie wäre wirklich fast ins Wasser geflogen. Dabei habe ich mir hier so eine fette Ecke auch, es ist mir abgeplatzt bei meiner Rolle. Die habe ich jetzt ein bisschen schwarz mit dem Edding nachgemalt. Ärgerlich, aber ja. Kommt halt vor. Davor seid ihr sicher, wenn ihr die Rute halt einfach immer fest im Griff habt, so dass die nicht aus der Hand rutschen kann. Immer mit einem Biss rechnen, denn die Bisse kommen brutal hart, da ihr eben ganz nah dran angelt. Also ich angel so zwischen 3 und 10 Meter, meist am liebsten so zwischen 5, 6. 10 ist schon so tief, dass ein Zander vielleicht sogar drauf geht, weil er mit dem Druckausgleich nicht klarkommt. Deswegen, wie gesagt, nicht so tief. Da kommen die Bisse natürlich einfach genau die Entfernung, die ihr tief angelt, von eurer Rutenspitze weg. Das heißt, wenn ihr normalerweise werfen würdet und dann seid ihr genau vorm Boot, also noch so zwei Rutenlängen von eurem
von eurer Rutenspitze entfernt mit dem Köder, dann kommt der Biss. Das heißt, es ist wirklich genau vor den Füßen und beim Vertikalen kommt ihr halt immer dann. Deswegen eine Methode, die ich super geil finde, weil es halt einfach diesen Einschlag gibt. Andere Leute finden es langweilig, den ganzen Tag da zu sitzen und nur so zu machen und nicht zu werfen. Kann ich auch nachvollziehen. Aber es bringt eben manchmal die meisten Fische. Wie vorhin schon erwähnt, mache ich das natürlich häufig vom Boot, aber auch gerne vom Ufer. Und ich habe vom Ufer auch schon wirklich richtig gut gefangen beim Vertikalen. Das heißt, da mache ich genau das Gleiche, nur dass ich eben stehe und dass ich am Ufer langlaufe. Geht natürlich nur an Stellen, wo es vorne so weit runter geht, dass ihr das machen könnt. Das heißt zum Beispiel auf Stegen oder an Spundwänden. Spundwände sind da ja besonders prädestiniert für, weil die Zander da eben wirklich häufig auch dran stehen. Ihr könnt ja beides machen. Das heißt, ihr könnt es ja versuchen mit dem Werfen, aber eben auch mit dem Vertikalen. Und ich habe letztes Jahr mit Clemens zum Beispiel häufiger mal an der Spundwand richtig schöne Zander weggesammelt. Wirklich auch gute Größen. Dann mache ich normalerweise immer den Köder auf den Grund, ziehe ihn langsam hoch, dass er, wie eben schon gesagt, 30 bis 50 cm so über dem Grund steht oder auch mal ein bisschen höher, je nach Tiefe. Dann laufe ich 1, 2, 3 Schritte. Dann gehe ich wieder einmal ganz kurz runter zum Grund, um auch zu merken, ob ich noch auf der richtigen Tiefe bin oder ob sich die Tiefe verändert hat. Und dann ziehe ich den Köder wieder ein kleines Stück hoch, mache wieder ein paar Schritte und so gehe ich die ganze Spundwand lang. So könnt ihr echt lange eine Spundwand ablaufen. Einziger Nachteil ist, wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid, ihr könnt eigentlich nicht wirklich hintereinander laufen, weil der vorne läuft, der wird zwangsläufig eigentlich auch die Fische fangen. Da machen wir es dann immer so, dass einer ans Ende der Spundwand läuft und der andere vorne anfängt und in der Mitte trifft man sich dann halt und dann läuft man das Stück wieder zurück. Kann ja sein, dass in der Zeit da schon ein Zander gekommen ist oder dass man eben die Spundwand auf der anderen Seite nimmt, wenn eine Brücke da ist. Jetzt wisst ihr eigentlich auch wirklich alles, was ich über das Zanderangeln selber weiß, beziehungsweise Zandervertikalangeln. Ich hoffe, ihr könnt mal Zandervertikalen ausprobieren, denn man kann wirklich süchtig danach werden, aber übertreibt es nicht. Werft auch noch ein bisschen, werdet nicht zum absoluten Vertikaler, denn irgendwann wird es auch langweilig, wie gesagt, wenn ihr nur noch vertikalt. Ansonsten solltet ihr nicht vergessen, dieses Video zu liken, dann natürlich den Kanal zu abonnieren und mir auf Instagram zu folgen, Pablo Bescobar. Wenn ihr hier noch so ein paar Zander-Vertikal-Gummis braucht, dann schaut auf jeden Fall bei Zec vorbei. Rute gibt es natürlich auch bei Zec, Schnur gibt es auch bei Zec. Dann vergesst nicht den Code Maxi, denn damit könnt ihr euch noch geile Artikel gratis aussuchen. Außerdem unterstützt ihr mich und den Kanal und ich kann weiter viele coole Tutorials und Vlogs für euch drehen. Ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.